Meine Damen und Herren, nehmen Sie bitte Platz. Ich öffne die für die Mittagspause unterbrochene Sitzung wieder. Bevor wir in die Tagesordnung wieder einsteigen, teile ich Ihnen mit, dass eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 die Grünen zu Wilke Wurst und Lebensmittelüberwachung in Hessen, Drucksache 19/1471. Die Dringlichkeit wird offensichtlich bejaht. Dann wird dieser Top 70 und kann, wenn jetzt niemand widerspricht, mit Top 50 und Top 48 zu diesem Thema aufgerufen werden. Das machen wir dann so. Damit steigen wir wieder in die Tagesordnung ein mit dem Tagesordnungspunkt 42, dem Entschließungsantrag von der Fraktion der SPD, desaströse Informationspolitik von Innenminister Beuth. Umfassende Aufklärung dringend notwendig. Das ist die Drucksache 19/1411. Die vereinbarte Redezeit beträgt 10 Minuten. Und als Erstes hat sich Herr Rudolph für die SPD-Fraktion gemeldet. Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Generalbundesanwalt Peter Frank hat vor wenigen Tagen gesagt, dass rechtsextreme Einzeltäter seien heutzutage oft keine Einzeltäter. Selbst wenn sie Taten allein verübten, seien sie in die virtuelle Gemeinschaft eingebunden, die im Internet ihre Morde bejubeln würden. Es ist eine weltweit vernetzte Bewegung des rechtsextremen Hasses. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war vor dem Mordanschlag und den Morden in Halle. Das zeigt die Dramatik, und das zeigt auch, dass die Demokratie, dass die Demokraten in dieser Gesellschaft gemeinsam wach sein müssen. Und die Herausforderung des Rechtsextremismus müssen wir gemeinsam ernst nehmen, um unsere Freiheit, um unsere Grundwerte, um unser Grundgesetz und die Verfassung zu verteidigen. Ich sage das zu Beginn der Debatte und unseren Setzpunkt. Es geht nicht darum, dass wir den schrecklichen Mord an Dr. Lübcke aufzuklären haben. Das ist Sache der Generalbundesanwaltschaft, später dann der Gerichte. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber unsere Aufgabe, weil wir natürlich die Trennung der Ebenen wissen, aber unsere Aufgabe als Parlament ist es, welchen Anteil haben hessische Sicherheitsbehörden daran, dass das nicht optimal verlaufen ist? Welche Konsequenzen wurden aus Fehlern der Vergangenheit gezogen? Und deswegen, meine Damen und Herren, müssen wir als Parlamentarier auch uns in diesen Prozess einschalten. Und wir haben das in den letzten Wochen und Monaten wiederholt getan. Und ich will zunächst einmal sagen, der Innenminister hat letzte Woche ein Interview in Wiesbadener Kurier, Wiesbadener Tageblatt gegeben. Ich muss sagen, er hat sinngemäß gesagt, wenn die Opposition tatsächlich ein ernsthaftes Interesse daran hätte, auch einen parlamentarischen Beitrag mit einer seriösen Befassung zu dem schrecklichen Mordfall zu leisten und Verschwörungstheorien zu beenden, dann würde er einen an der Sache orientierten Untersuchungsausschuss unterstützen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Innenminister Beuth, ich finde Ihre Erklärung ziemlich mutig. Erstens in aller Deutlichkeit und Klarheit. Nicht Sie entscheiden, ob und wann es einen Untersuchungsausschuss gibt. Das ist das höchste Gut der Parlamentarier. Da brauchen wir von Ihnen keine Belehrungen. Zweitens, Sie haben es übrigens federführend in der Hand, Herr Innenminister, mit der Arbeit von Ihnen und Ihrer Behörden und den Mitarbeitern alle Informationen zu geben, die wir, die die Öffentlichkeit braucht, um beurteilen zu können, haben Sicherheitsbehörden versagt, gab es Missstände, was muss verändert werden. Sie haben es in der Hand, ob ein Untersuchungsausschuss in Hessen einzurichten ist oder nicht, nicht wir und nicht andere. Und nach wie vor sind viele Fragen offen. Wo ist denn eigentlich Ihre Aufklärungsarbeit? Wo ist denn Ihre offensive Informationspolitik? Meine sehr verehrten Damen und Herren, es bedarf in aller Regel dringlicher Berichtsanträge von Oppositionsfraktionen. Es bedarf medialer Anfrage, Nachfrage, dass Sie irgendetwas sagen. Haben Sie von sich aus proaktiv mal dazu beigetragen, Hintergründe zu erfragen und zu erforschen? Nein.
Und ich will Ihnen ein paar Beispiele nehmen, woran es bei Ihnen hakt. Deswegen finde ich solche Aussagen extrem mutig zu sagen, die Opposition sei nicht an einer sachgerechten Aufklärung interessiert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, uns wäre es lieber, wir könnten anders mit dem Thema und dem Sachverhalt umgehen, weil wir auch noch andere relevante Themen in diesem Lande haben. Aber Sie erschweren nach wie vor unsere Arbeit, um das ganz deutlich zu sagen. Sie geben nur das zu, was bekannt ist, und ansonsten weichen Sie aus. Ich will Ihnen das an einigen Beispielen darlegen. Es wurde nachgefragt, Kollege Frömmrich, wann der Name Stefan Ernst in dem Abschlussbericht dann auftaucht, zwischen den Jahren 1993 und 2004. Weltberichterstattung, 11-mal taucht der Name auf. Übrigens, das Thema Geheimnisverrat, nachdem ich auch Einsichtnahme in den Akten hatte, ist für mich mal gerade gar nicht erledigt, um das mal freundlich zu formulieren. Auch das wird weiterhin intensiv zu prüfen sein, weil das ist kein Kavaliersdelikt. Ich erinnere, auch der Innenminister hat im NSU-Untersuchungsausschuss eine Strafanzeige veranlasst wegen angeblichem Geheimnisverrat. Das waren nicht wir, das war damals der Innenminister, weil irgendwelche Rockernamen, glaube ich, in der Zeitung standen. Das gefährdet nicht die Sicherheit des Landes. Da fallen mir noch ein paar andere Tatbestände ein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und wir haben deswegen nachgefragt, warum nach 2000, also Sie haben gesagt, diese Berichte bis 2004 taucht der Name Ernst auf. Auf unsere Nachfrage, nein, eine komplette Zusammenstellung aller im Landesamt für Verfassungsschutz vorliegenden Erkenntnisse zu Rechtsextremisten wie Stefan Ernst war mit dem Bericht Aktensichtung 2012 aus dem Jahr 2013 nicht beabsichtigt. Wieso eigentlich nicht? Wieso tauchen denn nicht auf, taucht nicht auf, dass Herr Ernst wegen Körperverletzung in 2005 verurteilt wurde, er 2006 wegen fahrlässiger Besitz eines verbotenen Gegenstandes verurteilt wurde und auch der Landfriedensbruch aus dem Jahre 2009 in Dortmund findet in dem Abschlussbericht des Jahres 2013 keine Erwähnung? Meine sehr verehrten Damen und Herren, offensive, objektive Berichterstattung und Aufklärungsarbeit sieht jedenfalls anders aus, um das mal deutlich zu sagen. Übrigens, die Demonstration von 400 Neonazis in Dortmund am 1. Mai 2009, warum war die eigentlich nicht im Fokus der Sicherheitsbehörden, nicht nur in Hessen, sondern bundesweit, meine sehr verehrten Damen und Herren? Und warum haben hessische Sicherheitsbehörden nicht in den Jahren 2004 und folgende den Stefan Ernst nicht im Fokus gehabt? Sie haben mal etwas von Abkühlung geredet. Das wird eine der zentralen Fragen der Aufklärung sein, warum jemand in der rechtsextremen Szene über viele Jahre aktiv sein konnte, ohne dass es hessische Sicherheitsbehörden offensichtlich nachher nicht mehr mitbekommen haben und es nachher zu einem schrecklichen Mordtat kam, an der Ernst möglicherweise dann tatsächlich auch der Täter war. Das haben Gerichte zu entscheiden. Meine Damen und Herren, über Jahre taucht jemand ab aus der rechten Szene. Das ist übrigens eine Erkenntnis aus NSU. Das klingt ziemlich unglaubwürdig. Und deswegen sagen Sie etwas zu dieser Frage. Dann ist ein wichtiger Punkt gelöst, um den es hier und heute geht. Auf die Frage der SPD-Fraktion im letzten Innenausschuss sieht die Landesregierung Verbindungen zwischen Stefan Ernst und Andreas Temme sowie Markus Hartmann und Andreas Temme. Zu Andreas Temme wurde gesagt, er sei kein Mitarbeiter im Bereich des Verfassungsschutzes. Dass Andreas T. auch mit der Person Markus Hartmann dienstlich befasst war, ist dem LfV Hessen nach derzeitigem Stand nicht bekannt, kann jedoch auch nicht ausgeschlossen werden. Was heißt das? Was soll ich mit dieser Aussage als Parlamentarier anfangen? Kann nicht ausgeschlossen werden. Kann sein oder kann nicht sein. Das ist doch keine Antwort. Entschuldigung. Und ich will auch deutlich werden und fragen, das ist eine Frage an alle Sicherheitsbehörden in der Bundesrepublik, einschließlich des Bundes. Gab es Verbindungen von Ernst oder Hartmann in andere Sicherheitsbehörden? Das ist eine Frage, die geklärt werden muss. Weil dass die alle auftauchen, dass es ein Einzeltäter war, das glauben wir nicht damals im Mordfall Halit Yozgat. Das glauben wir auch nicht im Mordfall Stefan Ernst. Und da gibt es Parallelen, ohne dass ich belegen kann, dass es tatsächlich Verbindungen zu NSU gibt. Aber es gibt Parallelen. Es ist nicht so, dass es eine Einzeltätertheorie am Schluss tragfähig ist, sondern es gibt eine rechtsextreme, eine vernetzte Szene in Nordhessen, die gab es zu Zeiten des NSU-Mordes, und nach unserer Auffassung gibt es sie auch weiterhin heute und in den letzten Jahren. Das muss aufgeklärt werden, und da müssen wir gemeinsam ran, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Und was auch nicht in Ordnung ist, dass Abgeordnete unterschiedlich behandelt werden. Das ist eine grundlegende Frage des Staatsverständnisses Abgeordneten zwischen erster und zweiter Klasse. Ich will auch weiterhin sagen, wenn der Abgeordnete Frommbrich ans Innenministerium schreibt, kriegt der Kollege Bellino automatisch gleich die Antwort mit. Das finde ich auch übrigens bemerkenswert. Setzen Sie uns auf den Verteiler, erspare ich mir die eine oder andere Nachfrage. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch die Herabstufung von Akten und teilweise öffentlich machen, ist ein Stil, so kann man erstens mit Abgeordneten im Landtag und zweitens insbesondere auch mit den Mitgliedern der Parlamentarischen Kontrollkommission nicht umgehen. Wir werden dann auch gefragt von Journalisten, von anderen, was könnt ihr dazu sagen? Ich habe im Innenausschuss, Herr Präsident, Sie gestatten, ich nehme die Rüge gleich entgegen. Ich habe im Innenausschuss gesagt, wir sind so blöd und halten uns auch noch an die Regeln. Was geheim ist, darf nicht öffentlich gemacht werden. Das gilt offensichtlich nicht für andere. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Generalbundesanwalt macht seinen Teil. Irgendwo las ich, es wird in den nächsten Wochen wahrscheinlich eine Anklageschrift geben. Das ist der eine Teil. Aber unsere Verantwortung als Parlamentarier ist Aufklärung. Wie sagte die grüne Innenpolitiker Mihalic in Berlin auch zu den neuesten Dingen, dass Temme wieder auftaucht und dass der Verfassungsschützer Temme, der im NSU-Komplex die dubioseste Rolle spulte, sich beruflich mit dem späteren Lübcke-Mörder befasst hat. Die 42-Jährige kritisierte vehement die Informationspolitik der Landesregierung und damit auch ihrer hessischen Parteifreunde. Es kann jetzt kein Stein auf dem anderen bleiben. Das hat nicht die SPD, nicht die Linken und nicht die FDP gesagt. Das sagt eine grüne, engagierte Innenpolitikerin. In Berlin reden Sie so, in Wiesbaden, wir werden es jetzt wieder hören, anders. Wir wollen aufklären. Das sind wir unter anderem auch der Familie von Dr. Walter Lübcke zuständig. Aber es geht auch darum, dass wir zukünftige Verbrechen verhindern. Wenn Sicherheitsbehörden versagt haben, dann muss das deutlich werden. Und wir müssen vor allem Strukturen so verändern, dass der Rechtsstaat und die Demokratie sich wehren können. Aber wir als Abgeordnete unsere Kontrollfunktion wahrnehmen können. Es gibt viel zu tun. Packen wir es endlich an, Herr Innenminister. Vielen Dank. Danke, Herr Rudolph. Für die CDU-Fraktion hat sich Herr Bellino zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Leider muss man sagen, der Innenminister kann machen, was er will. Aus Sicht der Opposition macht das immer falsch. Da stehen anscheinend die Stehsätze schon fest, bevor das eine oder andere kommuniziert wurde, sei es nur im Innenausschuss oder sei es in Obleutegesprächen oder eben gegenüber den Journalisten. Denn ich habe es ja, Rudolph, erlebt, wenn der Innenminister sehr ausführlich berichtet in dringlichen Berichtsanträgen, dann wird ihm vorgeworfen, dass er so lange redet, dass man ihm kaum noch folgen könne und so weiter. Andererseits wirft man ihm hin und wieder vor, er würde mauern, er würde sich verbarrikadieren. Und genauso ist es auch hier. Wenn der Innenminister erklärt am vergangenen Freitag oder Freitag im Wiesbadener Kurier, wenn ich mich richtig erinnere, dass er selbstverständlich alle Informationen ist, bereit zu geben, ja, es ist erstens eine Selbstverständlichkeit und zweitens, was gibt es denn daran, aus Sicht der Opposition zu kritisieren, wenn er sinngemäß sagt, dass er natürlich vor, während und nach einem eventuellen Untersuchungsausschuss, der nun einmal schon lange Zeit von Ihnen angekündigt wird, die entsprechenden Informationen nicht nur liefern wird, sondern konstruktiv mitarbeiten wird. Auch das ist eine Selbstverständlichkeit. Da kann man sagen, gut, das muss er nicht erwähnen. Aber das zu kritisieren und das als hochnäsig oder was weiß ich zu stilisieren, das gehört sich nicht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber schon der Titel Ihres Setzpunktes zeigt, dass es Ihnen nur um eines geht, um Skandalisierung und die persönliche Diffamierung des Innenministers. Und das ist unangemessen. Gerade bei einem solchen Thema ist das unangemessen. In einer Zeit, meine sehr geehrten Damen und Herren, in der ein politischer Mord zu beklagen ist, an anderer Stelle menschenverachtende Anschläge geplant wurden, in einer Zeit, in der die Demokraten zusammenrücken sollten, wird polemisiert, skandalisiert und immer wieder die schnelle Headline gesucht. Damit werden Sie weder dem Thema noch den vor uns liegenden Aufgaben gerecht. Wir bedauern auch dies. Wir haben alle, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein großes Interesse, die oben genannten Taten aufzuklären. Wir, gerade wir,
haben größtes Interesse, dass der oder die Täter überführt werden und ihre verdiente Strafe bekommen. Wir wollen dadurch auch den Hinterbliebenen gerecht werden, und wir wollen dadurch einen wichtigen Beitrag leisten, dass sich solche Taten möglichst nicht wiederholen, dass den Verbrechern das Handwerk gelegt wird. Und genau deshalb muss man den Zielkonflikt zwischen dem Aufklärungsinteresse, das wir doch alle haben sollten, und dem Informationsbedürfnis beachten. Wir stellen fest, der Innenminister hat im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten informiert, mehrfach. Das wissen Sie doch ganz genau, beispielsweise im Innenausschuss und in Obleutegesprächen oder durch den Staatssekretär in der Parlamentarischen Kontrollkommission Verfassungsschutz. Die Hoheit, meine sehr geehrten Damen und Herren, über die Informationen, die in einem laufenden Ermittlungsverfahren weitergegeben werden können, hat doch nicht der Innenminister. Das haben wir Ihnen doch mehrfach, ich muss leider sagen, erklärt oder zu erklären versucht, sondern der GBA, die Staatsanwaltschaft. Und die hat wiederum deutlich gemacht, dass es sehr wohl Grenzen gibt, natürlich auch in diesem Fall. Und dass es Grenzen geben muss, sollte unter Demokraten und Menschen, die an der Ermittlung ein Interesse haben, doch wirklich keine Frage sein. Wer diese Grenzen nicht einhält, der macht sie strafbar oder noch schlimmer, er gefährdet die Ermittlungen. Es ist doch ein immerwährender Abwägungsprozess. Auf der einen Seite das Ermittlungsinteresse und auf der anderen Seite das Informationsbedürfnis der Abgeordneten und der Öffentlichkeit. Und im Zweifel, da bin ich mir sicher, und ich glaube, das sollte auch die Mehrheit des Hauses so sehen, muss doch das Ermittlungsinteresse im Vordergrund stehen. Da sind wir den Angehörigen, da sind wir den Opfern und deren Angehörigen schuldig, da sind wir aber auch unserer Bevölkerung schuldig, damit sich solche Gräueltaten möglichst nicht wiederholen. Schon eine einzige unbedachte Äußerung kann doch dazu führen, dass wichtige Erkenntnisse im Prozess nicht mehr verwendet werden können oder vermeintliche Mittäter oder Unterstützer untertauchen, dass Spuren verwischt werden können. Aber wir können die Ermittlungen gefährden durch unbedachte Aussagen. Was wäre denn los, Herr Kollege Rudolph, wenn Sie dem Innenminister ein derartiges Fehlverhalten unter die Nase reiben könnten, wenn Sie ihm unterstellen könnten, wenn Sie beweisen könnten, dass eine Aussage, die er gemacht hat, dazu geführt hat, dass er an anderer Stelle nicht mehr richtig ermittelt bzw. verurteilt werden kann? Und überhaupt, das haben Sie eben richtig dazwischengerufen, der Mord an Walter Lübcke und andere Straftaten werden in der Tat nicht im Hessischen Landtag, nicht im Innenausschuss, aber auch nicht von Ihnen aufgeklärt, sondern von den zuständigen Sicherheitsbehörden. Und deshalb bedanken wir uns an dieser Stelle, gerade auch bei den Sicherheitsbehörden, in diesem Fall für ihre akribische Arbeit. Wir sind froh, dass bereits zwei Wochen nach dem schlimmen Mord der mutmaßliche Täter festgenommen werden konnte. Das war das Ergebnis einer akribischen Ermittlungsarbeit. Konkret hier war eben nicht der Kommissar Zufall im Spiel, sondern fleißige, engagierte Ermittler. Wir wissen oder sollten wissen, dass die SoKo Limeke mittlerweile aus mehr als 200 Ermittlern besteht. Darüber hinaus, weil immer der Eindruck erweckt wird, es wird nichts getan, hat das Landesamt für Verfassungsschutz eine Sondereinheit im Bereich Rechtsextremismus gebildet. In der Ziffer 2 Ihres Antrags zeigen Sie sich überrascht, dass Andreas T., wir kennen ihn ja nun einmal aus dem Untersuchungsausschuss, mit Stefan E. dienstlich befasst war, und regen sich medienwirksam darüber auf, dass der Innenminister dies angeblich so nebenbei erwähnte. Das ist falsch und total daneben. Der Innenminister hat das nicht so nebenbei erwähnt, sondern als Antwort auf eine konkrete Frage der SPD dargelegt. Und was heißt denn nebenbei? Warum sind Sie denn da so überrascht? Erstens wäre es doch fatal, wenn ein Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz, der auch für die Bekämpfung des Rechtsextremismus in Nordhessen zuständig war, nicht auf Stefan E. gestoßen wäre. Und noch entlarvender für Sie, meine Damen und Herren von der SPD, das war uns doch bekannt. Spätestens zum Zeitpunkt, als wir die Personenakte nachlesen konnten, hätten wir dies wissen können, wissen müssen. Denn dort war die Paraffe eindeutig zu sehen. Wer die Akten sorgfältig gelesen hat, wusste dies. Ich habe mehr Akten gelesen als Sie, Herr Kollege.
Aber, Herr Rudolph, das wissen Sie nicht. Ich hätte Ihnen dies gar nicht zum Vorwurf gemacht. Ich hätte an dieser Stelle auch kein Wort darüber verloren. Schließlich handelt es sich ja bei den von T abgezeichneten Berichten um Informationen, die nicht so wesentlich sind. Aber wenn Sie dies nutzen, um einen Skandal herauszuschreien, dann lassen wir Ihnen dies nicht durchgehen, denn das wird weder der Sache noch dem Ermittlungsinteresse gerecht. Denn es war und ist kein Skandal, sondern die Mitteilung bereits bekannter Fakten. Und verklausuliert hinterfragen Sie, ob der frühere Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz, Andreas T., bei der Entscheidung mitgewirkt hat, die Akten des mutmaßlichen Mörders im Jahre 2015 zu sperren. Was ist denn das für eine Frage? Wie soll denn dies geschehen? Temmel, der hier in der Rede steht, war zu diesem Zeitpunkt bereits 7 Jahre nicht mehr für das Landesamt für Verfassungsschutz tätig. Was sollen denn solche Verschwörungstheorien? Wem nutzen sie denn? Sie nutzen weder uns, sie nutzen weder dem Staat noch den Opfern oder den Hinterbliebenen. Das ist nichts anderes als billiger Populismus. Und das ist es auch, was dem Ansehen unserer Sicherheitsbehörden schadet. Aber das scheint Ihnen egal zu sein, SPD. Oder Sie machen es sogar bewusst, damit meine ich die Linke. Auch durch dieses Verhalten wird klar, es sind nicht unsere Sicherheitsbehörden, es ist nicht der Innenminister, wie es in der Pressemitteilung steht, sondern die zur Verunsicherung beitragen, denn es sind diejenigen, die alles nutzen, um hier einen Skandal herbeizureden, in Situationen, wo auch kein Skandal vorhanden ist. Unsere Sicherheitsbehörden waren es, die in kurzer Zeit nicht zur Verunsicherung beigetragen haben, sondern den mutmaßlichen Mörder durch ihre akribische Ermittlungsarbeit stellen konnten. Und wer sich aber wie Teile der Opposition in Verschwörungstheorien ergeht und auch einen schlimmen Mordfall parteipolitisch instrumentalisiert, der trägt meines Erachtens zur Verunsicherung bei. Wem daran gelegen ist, und das war auch die Aussage des Innenministers, und das ist auch unsere Aussage. Wer daran gelegen ist, gerade im Andenken an Walter Lübcke, eine ernsthafte und an der Sache orientierte parlamentarische Befassung zu betreiben, muss sich an die Tatsachen halten und die Tatsachen bewerten. Dazu, und so habe ich auch den Innenminister verstanden, ist nicht nur die Regierung, sondern dazu, und das ist unser Statement, sind auch die Regierungsfraktionen nach wie vor bereit und laden alle Fraktionen ein, sich dem anzuschließen. Das wird den Opfern, den Hinterbliebenen gerecht, und das stärkt unsere Sicherheitsarchitektur. Danke, Herr Bellino. Für die Fraktion der LINKEN hat sich Herr Schaus zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir als LINKE stimmen dem vorliegenden Antrag der SPD voll inhaltlich zu. Die Informationspolitik des Innenministers ist desaströs. Im Innenausschuss habe ich es zudem immer wieder deutlich gemacht. Es ist eine Zumutung, nicht nur für Abgeordnete, sondern auch für die Öffentlichkeit. Ich darf zunächst daran erinnern, dass es der Innenminister über Monate hinweg nicht für nötig hielt, den Ausschuss und der Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass es Drohbriefe gegen eine Frankfurter Rechtsanwältin unterzeichnet mit NSU 2.0 gibt. Als der erste dieser Morddrohungen ankam, lief sogar noch unser NSU-Untersuchungsausschuss, und die Landtagswahlen 2018 standen auch unmittelbar bevor. Das war nicht nur eine völlige Missachtung des Parlaments, sondern es war der Bruch des Versprechens, das auch diese Landesregierung im NSU-Komplex gegeben hatte. Alles muss auf den Tisch. Nichts wird verschwiegen, schon gar nicht, wenn es neue NSU-Hinweise gibt. Alles nur leere Worte dieser Landesregierung und dieses Innenministers. Erst durch die Medienberichterstattung haben wir dann davon erfahren, und erst dann wurden die Ermittlungen gegen Polizeibeamte aus dem 1. Polizeirevier in Frankfurt an das LKA abgegeben.
Dazu sagte der Minister über Monate kein Wort. Und das ist unfassbar. Dieser Innenminister mauert und hält wichtige Informationen zurück. Und damit muss endlich Schluss sein. Inzwischen gab und gibt es mindestens 65 Ermittlungsverfahren gegen hessische Polizeibeamtinnen und Beamte, denen eine extrem rechte Gesinnung bis hin zu Straftaten nachgesagt werden. Erste Verurteilungen wegen Geheimnisverrats an Neonazis, zahlreiche Entlassungen und Suspendierungen hat es zwischenzeitlich gegeben. Und ich habe den Eindruck, je tiefer ermittelt wird, desto größer wird der Kreis der Verdächtigen. Wir haben Drohbriefe der extremen Rechten, wir haben Bombendrohungen, wir haben Terrorermittlungen gegen die Aryans, gegen Combat 18. Und jedes Wort dazu muss man dem Innenminister in der Innenausschusssitzung aus der Nase ziehen. Und damit es auch klar ist, nein, man gefährdet keine Ermittlung, wenn man von akuten Bedrohungslagen im Innenausschuss berichtet. Nein, man gefährdet keine Ermittlung, wenn man anonymisiert und sachlich darstellt, was es da alles gibt. Und nein, es kann man auch nicht so oder so sehen, sondern es ist die Pflicht des Innenministers, über relevante Fragen der inneren Sicherheit das Parlament rechtzeitig und umfassend zu informieren. Erst recht, wenn es um reale Gefahren, um reale Bedrohungen und um realen Terror geht. Reale Gefahren, Bedrohungen und Terror übrigens, die alle von rechts kommen. Bei der Gefahr von Islamisten konnte es in der Vergangenheit dem Innenminister gar nicht schnell genug gehen, vor die Kamera zu treten und Statements abzugeben. Warum dieser unterschiedliche Maßstab? Warum dieses unterschiedliche Verhalten, frage ich. Ich erinnere mich noch gut an den Fall eines vermeintlichen Bombenbauers in Oberursel. Da war der Minister am selben Abend in den Tagesthemen. Die Namen der Beschuldigten, Fotos von der Razzia, was wie ermittelt wurde, alles war in der Öffentlichkeit. Und das größte hessische Radrennen wurde sogar abgesagt. Und am Ende blieb ziemlich wenig von den ganzen Vorwürfen übrig. Nein! Es darf nicht sein, dass eine Landesregierung bei Bedrohungen unterschiedliche Maßstäbe anlegt und das eine völlig aufbauscht und das andere lange komplett verschweigt. Damit muss Schluss sein. Und damit komme ich konkret zu dem, was ich in schrecklicher Art und Weise wie ein roter Faden vom NSU-Komplex bis zum schrecklichen Mord an Dr. Walter Lübcke durchzieht, nämlich das offenkundige Versagen der Sicherheitsbehörden im Kampf gegen militante Neonazis. Das NSU-Kapitel hat offene Wunden auch in Hessen hinterlassen, zuallererst bei den Opferfamilien, aber auch, was das Vertrauen in den Staat, seine Behörden und seine politische Führung angeht, und offene Wunden auch hier im Landtag. Denn dass diese Landesregierung und die Regierungsfraktionen von CDU und GRÜNEN den NSU-Untersuchungsausschuss nie wollten und ihn mit allen Verfahrenstricks versucht haben zu torpedieren, ist ein offenes Geheimnis. Schon dies hat keine Vertrauen hergestellt und tiefe Gräben in der Landespolitik hinterlassen. Das alles holt uns scheinbar mit dem grausamen Mord an unserem ehemaligen Kollegen Walter Lübcke nun wieder ein. Und das ist schlimm und tragisch zugleich. Wieder wurde ein Mensch durch Neonazis kaltblütig getötet. Wieder kommt es aus genau dem Spektrum, das schon beim NSU-Komplex als mögliche Helferszene in Betracht kam. Wieder gibt es ganz klare Hinweise, dass im Verfassungsschutz alle Hinweise auf Rechtsterror im hintersten Kellertresor weggeschlossen wurden, statt ihnen frühzeitig nachzugehen. Und wieder gibt es einen Innenminister, der uns Abgeordneten Skandalisierung und das Aufstellen von Verschwörungstheorien unterstellt. Nein, meine Damen und Herren, der Skandal ist, dass in den Behörden nichts aus dem NSU-Komplex gelernt wurde, dass Akten verschwunden sind, dass der Innenminister sich darüber ausschweigt. Und die einzige Verschwörungstheorie, die es ist, dass der Kampf
gegen die militante Rechte bei dieser Landesregierung und bei diesem Verfassungsschutz in den richtigen Händen sei. Um es konkret zu machen. Erstens. Ohne die LINKE im Landtag wüsste die Öffentlichkeit bis heute nicht, dass es im Verfassungsschutz einen NSU-Bericht gab, der über 120 Jahre zur Geheimsache erklärt wurde. Niemand wüsste, dass in Hessen massenhaft Hinweise auf Waffen- und Sprengstoff vorlagen, denen nicht nachgegangen wurde. Niemand wüsste, dass es Hinweise auf Rechtsterror und NSU-Bezüge gab, denen nicht nachgegangen wurde. Dass Akten verschwunden sind, unauffindbar, und man gar nicht feststellen kann, welche Hinweise da noch drin gestanden hätten. Das alles wurde zunächst verschwiegen und sollte für unfassbare 120 Jahre geheim bleiben. Dieser Fehler zu benennen und nach der Verantwortung zu fragen, ist doch überhaupt die Voraussetzung dafür, sie zu beheben und zukünftig zu vermeiden. Und deshalb ist es unsere Verantwortung, die Verantwortung des gesamten Parlaments, nicht nur der Opposition, dies zu benennen und zu beheben und somit zu mehr Sicherheit in Hessen beizutragen. Zweitens. Ohne die LINKE im Landtag wüsste die Öffentlichkeit auch nicht, dass Stefan E., also der mutmaßliche Lübcke-Mörder, beim Geheimdienst jahrelang ganz oben auf der Liste gefährlicher Neonazis in Hessen stand. Niemand außer uns hat im NSU-Ausschuss nach ihm gefragt. Und auch hier sind die Personenakten bis heute absolute Geheimsache. Hierzu konnten wir jüngst allerdings die Einsichtnahme der geheimen Vernehmung der Verfassungsschutzmitarbeiterin, die wir zu Stefan E. bereits im Dezember 2015 im NSU-Ausschuss befragt haben, für interessierte Medienvertreter erwirken. Dass auch dieses Protokoll auf Veranlassung der Landesregierung stark geschwärzt wurde, gibt allerdings den interessierten Lesern einen guten Einblick in die Widrigkeiten, mit denen wir jahrelang im NSU-Untersuchungsausschuss zu kämpfen hatten. Aus diesem Protokoll wird deutlich, dass die LINKE den Geheimdienst im NSU-Ausschuss explizit zu Stefan E. gefragt hatte. Uns ist schon damals aufgefallen, dass er in einem Geheimdienstvermerk über besonders gewaltbereite nordhessische Neonazis vom damaligen Verfassungsschutzchef persönlich als brandgefährlich bezeichnet wurde. So sehr, dass Ende 2009, Anfang 2010 vom Verfassungsschutzchef Nachfragen dazu gestellt wurden. Mehr an Akten hatten wir zu ihm aber nicht vorgelegt bekommen, und das war komisch. Also, haben wir 2015 gefragt, ist Stefan E. möglicherweise ein Rechtsterrorist? Kann es sein, dass er wieder in Nordhessen aktiv ist? All das wurde damals verneint. Und uns wurde gesagt, die Akten seien gelöscht bzw. sogar im Geheimdienst selbst nicht zugänglich. Herr Schaus, kommen Sie bitte zum Schluss. Ja. Man liest in dem Protokoll auch, wie ich von CDU und GRÜNEN in meinen Fragen ständig unterbrochen wurde. Die CDU hat meine Zeugenvernehmung zu Stefan Ernst im Ausschuss sogar öffentlich als Zeitverschwendung damals bezeichnet. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Wer hat das alles, wann und warum entschieden? Worum geht es hier im Zusammenhang mit den Akten des mutmaßlichen Mörders, der mutmaßlichen Mörder Markus H. und Stefan E.? Das gilt es schnellstens aufzuklären. Für die Aufklärung dieser und weiterer Fragen brauchen wir deshalb dringend einen Untersuchungsausschuss. Danke, Herr Schaus. Für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich Frau Goldbach zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich könnte jetzt in dem Ton weiterreden, in dem die Debatte begonnen hat. Ich könnte akribisch auflisten, wer wann was gesagt hat
und dazu erklären, was daran falsch, unsachlich, empörend oder gar skandalös war. Ich könnte in großer Aufregung Behauptungen aufstellen, sie belegen oder einfach mal steile Thesen in den Raum stellen. Ich könnte die Eskalationsschraube immer weiter drehen, immer lauter werden und die Debatte immer weiter anheizen. Das möchte ich ausdrücklich nicht tun. Wir sind gerade alle hochsensibel, wenn es um Straftaten mit rechtsextremistischem Bezug geht. Und das gerade hier in Hessen aus gutem Grund. Und gerade deshalb möchte ich vielmehr dafür werben, dass wir einmal einen Moment innehalten. Innehalten, um uns alle, und ich meine damit wirklich uns alle, selbst zu fragen, ob wir der Meinung sind, dass unsere bisherige Debatte hier und vor allem im Innenausschuss der Schwere der Tat und der Bedeutung des Themas überhaupt angemessen sind. Glauben wir denn wirklich, dass, wenn wir so weitermachen, wir damit einen Beitrag zur Aufklärung leisten können, dass wir damit Erkenntnisse gewinnen oder gar Lehren für die Zukunft ziehen können? Wollen wir uns wirklich weiterhin gegenseitig unterstellen, dass der jeweils andere gar kein echtes Interesse an Aufklärung habe? Oder wäre es nicht angemessener, jetzt innezuhalten und gemeinsam zu überlegen, wie wir die weitere Arbeit gestalten können? Ich möchte drei Punkte nennen, die uns allen, so glaube ich, für die weitere Arbeit wichtig sind. Erstens. Wir wollen alle vollständige Aufklärung. Zweitens. Wir alle sollten gemeinsam an die Arbeit gehen und uns nicht über Formalien streiten. Und drittens sollten wir erst aufklären und dann bewerten. Zum ersten Punkt. Zum ersten Punkt vollständige Aufklärung. Wir wollen, dass die Vorgänge aufgeklärt werden. Wir wollen wissen, wie die Abläufe waren. Wir wollen, dass alle offenen Fragen beantwortet werden. Die Öffentlichkeit hat ein Recht auf Aufklärung. Ich greife jetzt einige Fragen heraus, die in der Öffentlichkeit und der Presse gestellt werden und wurden. Ist es zutreffend, dass dem Verfassungsschutz nach 2009 keine weiteren Erkenntnisse über Stefan E. vorlagen? Und vor allem, wie erklärt sich dies vor dem Hintergrund, dass noch im Jahr 2009 Stefan E. vom damaligen Präsidenten des Hessischen Verfassungsschutzes als brandgefährlich bezeichnet wurde? Was genau wusste der ehemalige Mitarbeiter des Hessischen Landesamtes für Verfassungsschutz, Andreas T., über Stefan E.? Und was konkret bedeutet es, dass Andreas T., ich zitiere, dienstlich auch mit der Person Stefan E. befasst war? Und die Frage, war Stefan E. Teil eines Netzwerks? Oder hat er als mutmaßlicher Einzeltäter gehandelt? Verehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist unsere gemeinsame Aufgabe als Abgeordnete und Regierung, diesen Fragen nachzugehen und der Öffentlichkeit Antworten zu geben. Das Beantworten der Fragen setzt aber eine vertiefte Befassung mit den Unterlagen voraus. Und das wollen wir tun. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Gemeinsam arbeiten, statt über Formalien zu streiten. Lassen Sie uns gemeinsam zwischen den Fraktionen über die Form der weiteren Aufklärung beraten und nicht streiten. Wir kennen doch alle die Instrumente. Das ist einmal die Parlamentarische Kontrollkommission und zum anderen ein Untersuchungsausschuss. Der Innenminister, die CDU und wir GRÜNE haben deutlich gemacht, dass wir der weiteren Arbeit in beiden Gremien offen gegenüberstehen. Lassen Sie uns also in den nächsten Tagen klären, wie wir weiter arbeiten wollen, statt auch hierüber wieder wochenlang zu streiten. Drittens. Erst aufklären, dann bewerten.
Die strafrechtliche Aufklärung des Mordes an Walter Lübcke ist nicht Aufgabe des Parlaments. Ich zitiere Bundesanwalt Beck im Innenausschuss des Hessischen Landtages. Zu welchem Ergebnis diese Ermittlungen kommen, ist offen. Wir stehen am Anfang. Vorfestlegungen gibt es nicht. Jetzt ist tatsächlich die Zeit der Ermittler. Das ist der wesentliche Satz. Jetzt ist tatsächlich die Zeit der Ermittler. Wir haben die Aufgabe, im Rahmen der von mir geschilderten Ermittlungskonzeption alle offenen strafrechtlichen Fragen zu klären. Dazu wird auch die Feststellung gehören, wo die strafrechtliche Verantwortung von Gleichgesinnten und Sympathisanten beginnt. Zitat Ende. Und das belegt doch den Satz, dem wir wohl alle zustimmen können, nämlich wir Abgeordneten sind nicht die besseren Ermittler. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, unsere Aufgabe ist die parlamentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes. Wir Parlamentarierinnen wollen aufklären, ob es beim Landesamt für Verfassungsschutz eine falsche Bewertung der Person Stefan Ernst und seiner Aktivitäten gab oder nicht. Aber das wissen wir mit Sicherheit erst dann, wenn wir uns ein eigenes und umfassendes Bild gemacht haben. Wir sollten uns aber dafür hüten, allzu spekulativ zu werden. Spekulationen sind Vermutungen und keine Tatsachen. Und das müssen wir immer wieder streng unterscheiden. Auf diesen Unterschied müssen wir Wert legen. Für parteipolitische Spielchen ist das Thema einfach zu ernst. Und sollte sich am Ende herausstellen, dass Fehler gemacht wurden, dann müssen sie klar und deutlich benannt werden. Und da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Bis dahin aber sollten wir versuchen, uns zu mäßigen. Und, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, diese Mäßigung wird uns gelingen, wenn wir uns immer wieder vor Augen führen, dass es um den Mord an einem Menschen geht, um den Mord an unserem Kollegen Walter Lübcke.